Gerade hat sie noch hier auf der Digital X North interessante Anmerkungen im Panel gehalten. Jetzt hat sie Zeit für ein paar Nachfragen. Priska Brosi ist bei mir von der Kühne Logistics University. Sie untersuchen die Auswirkungen der Digitalisierung auf uns Menschen und wie wir arbeiten. Was macht die Digitalisierung mit uns? Die macht sehr viel mit uns. Auf der einen Seite ist es die direkte Technologie und der Umgang mit Technologie, die zum Beispiel zwei große Unterschiede oder zwei große Veränderungen am Arbeitsplatz. Auf der einen Seite macht sie ganz viele Arbeitsplätze viel komplexer und erhöht die Informationsverarbeitungsanforderungen für Mitarbeiter. Und dann gibt es die Arbeitsplätze, die viel weniger komplex werden, wo es im Prinzip darum geht, Systeme nur noch zu monitoren und auf die 5% der Zeit zu warten, wo man dann wirklich reagieren muss. Und das sind sehr starke Veränderungen, die herausfordernd sind für Mitarbeiter. Und dann gibt es natürlich dann darüber hinaus den kulturellen Wandel, der unseren gesamten Arbeitsbereich verändert. Weg von der nicht nur Technologie, sondern tatsächlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir agieren in Unternehmen, sich verändert. Was heißt das für die Arbeit? Also wie verändert sich, ich weiß, da könnte man ein Buch drüber schreiben wahrscheinlich, aber wie verändert die Digitalisierung die Art, wie wir arbeiten? Die Art, wie wir arbeiten, zum einen direkte Informationskommunikationstechnologie, zum Beispiel, dass wir uns nicht immer täglich treffen, sondern dass wir virtuell zusammenarbeiten, was eine Herausforderung sein kann, was aber teilweise auch eine ganz neue Studie zeigt, gerade in der virtuellen Realität, die kann ich so gestalten, dass ich innovativer arbeiten kann. Das heißt, sowohl immer Chancen als auch Risiken mit sich bringt. Das sind aber auch Dimensionen, wie kann ich mit diesen ganzen Veränderungen, Stressmanagement, Gesundheitsbereich viel besser umgehen, wie kann ich meine Mitarbeiter darin unterstützen, dass sie eben sich kontinuierlich weiterentwickeln, dass sie, was natürlich Stress verursacht, so schön es ist, aber wie kann ich sie da zum Beispiel besser unterstützen? Und eben ein großer Bereich, die Hierarchien im Unternehmen, das zum einen dadurch, dass ich durch die Digitalisierung Wissen direkt zugänglich machen kann und direkt im gesamten Unternehmen verbreiten kann, verändert sich bereits die Hierarchie, weil Wissen eine wichtige Hierarchiedimension ist. Und auf der anderen Seite, was wir eben häufig diskutieren, dass Mitarbeiter befähigt werden müssen, zu agieren, direkt zu agieren. Und dafür muss ich aber auch wiederum Hierarchien verflachen. Und das ist wiederum dann aktives Eingreifen in die Struktur, in die Unternehmensstruktur. Wissen und Befähigen sind zwei schöne Stichworte. Das Thema Bildung ist eine Binse, muss sich was ändern. Was heißt denn das konkret? Die Art, wie wir ausbilden, muss sich ändern, haben Sie eben gesagt. Was meinen Sie damit? Ja, klassische Ausbildung ist immer nach wie vor noch, ich habe einen Lehrer, einen Seminarleiter, einen Professor vorne stehen und der sagt, was zu lernen ist. Das heißt, ich bin sehr, sehr stark auf die Person, die Wissen vermittelt, fokussiert. Was ich verändern muss, ich muss mich auf den fokussieren, der lernen will und lernen möchte und den befähigen, sich selber Wissen zu holen, sich selber Wissen anzueignen und sich selber weiterzuentwickeln, weil genau das ist das, was wir verstehen unter lebenslanges Lernen. Das heißt nicht, dass ich mich lebenslang in Seminare setze. Ist natürlich gut, wenn ich mich zwischendurch auf jeden Fall mal auch wieder in Seminare setze und Workshops machen, aber vor allem auch, dass ich mich kontinuierlich selber weiterentwickle, dass ich Wissen aufnehme, dass ich verstehe, mit Daten zu arbeiten, dass ich analysieren kann, dass ich für mich selber entwickeln kann und analysieren kann, wohin ich mich weiterentwickle. Und das fängt eben bereits im Lehrsaal an, dass ich nicht mehr mich vorne hinstelle und sage, ich weiß alles, sondern es mich vorne hinstelle und sage, ich kann euch unterstützen. Und jetzt sucht euch mal das Wissen und ich bin eine Wissensquelle, aber nicht die einzige Wissensquelle. Es gibt viel, viel mehr Wissensquellen, damit man lernt, eigenständig sich Wissen anzueignen. Jetzt ist es aber auch so, dass in vielen Unternehmen Beharrungskräfte schon noch da sind und nicht alle Unternehmen und nicht alle Mitarbeiter in Unternehmen marschieren so voran, wie wir es gerne hätten. Sie haben gesagt, das Framing muss sich ändern in der Kommunikation. Was meinen Sie damit? Was ich damit meine, ist, dass wir ganz häufig ganz viel Angst schüren vor der digitalen Transformation. Alles wird sich ändern, alles wird so schnell gehen und das ist was Schlimmes. Aber wenn Sie es runterbrechen, Komplexität ist motivierend. Erhöhter Zeitdruck, erhöhte Geschwindigkeit ist durchaus motivierend. Das sind alles Faktoren, die machen auf der einen Seite, machen die unsere Arbeit spannend, auf der anderen Seite natürlich, die erhöhen auch den Stress. Das heißt, ich muss den spannenden Aspekt davon für mich selber sehen. Wenn ich praktisch nur den Stressfaktor sehe und nur ganz schlimm, das funktioniert nicht. Ich muss einmal sehen, okay, das ist was, woran ich mich weiterentwickeln kann und praktisch die positiven Aspekte dabei sehen und gleichzeitig eben auch überlegen, okay, wie kann ich jetzt nochmal punkto Stress und Gesundheitsmanagement, wie muss ich mit mir selber umgehen, welche Ressourcen habe ich, im Unternehmen, welche kann ich mir selber schaffen, damit sich das nicht kontinuierlich steigert. Frau Brosi, vielen Dank und auch eine schöne Veranstaltung. Sehr gerne, vielen Dank.